Sehr geehrter Herr Vizerektor, liebe Michaela, liebe Maria, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierenden, vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind. Ich hoffe, dass ich Sie nicht enttäusche. Und wie eben Herr Senner sagte, das ist die dritte Antrittsvorlesung. In Deutschland muss man, wenn man habilitiert ist, auch eine Antrittsvorlesung halten. Und die zweite war eben im Alpen-Adria-Raum, müsste man sagen, weil die Uni in Klagen von Alpen-Adria-Uni heißt. Und ja, jetzt auf den zweiten Blick das Thema und postmigrantische Perspektiven jenseits der Parallelgesellschaft. Die eine Publikation, die du eben kurz genannt hast, ist der Untertitel Postmigrantisch nach der Migration. Das war komisch gewesen, weil eigentlich das Buch Postmigrantische Perspektiven heißen sollte und der Verlag meinte, könnte zu Missverständnissen führen, weil man von außen meinen könnte, postmigrantisch wäre Migranten bei der Post. Also das war, und deswegen habe ich gesagt, besser auch nach der Migration, deswegen postmigrantische Perspektiven ist als Untertitel vorgesehen. Ich habe das eingesehen und daher postmigrantische Perspektiven. Das heißt, der zweite Blick bezieht sich auf diese postmigrantische Perspektiven. Ich werde Ihnen kurz ein paar Punkte, ein paar Aspekte hier präsentieren, die natürlich auch mit meiner Biografie zum Teil zu tun haben, auch mit meinen Forschungen, die ich bisher betrieben habe in Köln, eben in Klagenfurt, auch hier. Ja, das sind eher, würde man sagen, so Perspektiven. Also ich werde Ihnen auf jeden Fall keinen Ansatz hier vortragen, sondern ein paar Punkte, wie Sie hier sehen, erstmal ein paar Vorüberlegungen zu meinem Thema, anschließend Bilder im Kopf, das ist eben so biografisch gedacht. Und eine Frage der Perspektive, die Gegenwart der Geschichte, Blickverschiebung, also diese Blickverschiebung bezieht sich auf den zweiten Blick und da zwei Perspektiven, statt ist Migration und ein postmigrantischer Blick. Das sind die Punkte, die ich Ihnen vortragen will. Ich will erst mit einem, kann man das sehen, ja, mit einem Zitat beginnen, das ich sehr interessant finde. Das ist von Zafer Sernocak aus Berlin, der ist ein Literat, kein Wissenschaftler, der aber sehr interessant ist. Er der eben, sagte, das war 98 gewesen, ich zitiere, wenn heute die Frage gestellt wird, wer ein Deutscher ist und wer nicht, schaut man auf die Türken, an ihnen werden die Grenzen des Deutschseins getestet. Ja. Man könnte übertragen, natürlich auf Österreich wäre auch ähnlich, weil immer, komischerweise, immer das Thema aufgegriffen wird, um sich selbst zu definieren. Und der zweite Punkt hier auf dieser Folie, Migration, also vom Objekt der Forschung zu ihrem Ausgangspunkt. Also das ist die Perspektive, die ich Ihnen deswegen auf den zweiten Blick vorstellen will. Und genau. Dieses Werk des Innsbrucker Künstlers Christoph Hinterhuber symbolisiert für mich in gewisser Weise, was ich Ihnen in der kommenden Stunde vorstellen möchte. Der ist auch hier. Ich möchte ihn auch herzlich begrüßen. Und weil ich das, als es hier nach Innsbruck kam, ist mir direkt aufgefallen, dachte, ein Bezug, ein lokaler Bezug wäre interessant. Leute, wir haben uns getroffen, unterhalten. Deswegen fange ich eben damit an. Statt einer systematischen Abhandlung geht es mir hier um unterschiedliche Perspektiven, Ideen, Visionen, die Migration und Diversität zum Ausgangspunkt des Denkens wählen und nicht als isoliertes Objekt der Forschung betrachten. Deswegen steht hier keine Analyse des Verhältnisses und sogenannten Mehrheiten oder Minderheiten oder auch Migranten im Fokus, weil solche Gegensätze, wie Sie wissen, ihre eigene Normalität schaffen, ihr eigenes Referenzraum schaffen. Also mir geht es in erster Linie um Vielheit des Zusammenlebens. Wenn man, wie ich, Migration und Diversität zum Ausgangspunkt des Denkens machen will, erfordert dies eine ja, neue Art und Weise des Herangehensweisen. Und besser als Michael, das kennen Sie, Bachtin, könnte ich das nicht formulieren. Ich zitiere, weil ich dieses Zitat sehr interessant finde. Unterschiedliches zu kombinieren und Entferntes anzunähern, verhilft zur Loslösung vom herrschenden Weltbild, von Konventionen und Binsenwahrheiten, überhaupt von allem Alltäglichen, Gewohnten,
als wahr unterstelltem erlaubt einen anderen Blick auf die Welt, die Erkenntnis der Relativität alles Seienden und der Möglichkeit einer grundsätzlichen anderen Ordnung. Und jetzt will ich zum zweiten Punkt, Bilder im Kopf. Das ist ein bisschen biografisch, ich werde ein paar biografische Beispiele Ihnen geben und versucht, die auch so ein bisschen theoretisch interpretieren, sind Ausländer unter uns. Nämlich während meines Pädagogikstudiums vor etwa 30 Jahren an der Universität Köln besuchte ich die sogenannten ausländerpädagogischen Veranstaltungen. Damals ist das Fach nicht interkulturelle Pädagogik, sondern Ausländerpädagogik. Das habe ich damals miterlebt. Und das war sehr interessant, weil fast als ausnahmslos wurde zu Beginn immer die Frage gestellt, sind Ausländer unter uns? Ja. Und die Frage gehörte damals im akademischen Kontext zur Normalität und ich wusste, ich war der Einzige, komischerweise, weil die meisten Migranten komischerweise nicht Pädagogik studieren, sondern Technik, Naturwissenschaften. Und ich musste ich mal die Hand heben und das war ein bisschen komisch. Irgendwann habe ich den einen gefragt, der aus den Niederlanden war, warum er immer die Frage stellt und der meinte, wie immer, es ist gut gemeint, der will eben wissen, ob Ausländer unter uns sind. Ja. Und das war die erste und dann türkische Kultur, das Kopftuch in der Grundschule. Eine solche ausländerpädagogische Sonderschulung hat das Lehrpersonal an vielen deutschen Schulen absolviert. In der katholischen Grundschule wurde meine Tochter von ihrer Lehrerin aufgefordert, ein Kopftuch anzulegen und die türkische Kultur vorzustellen. Mit Fotos wurde dieses auch gut gemeinte Projekt auch dokumentiert. Ja. Also das heißt, also das ist so interessant, weil das immer komischerweise die Kultur direkt automatisch eben mit Religion, mit Kultur, mit Kopftuch und so weiter vermittelt wird. Und ihr seid ja keine richtigen Deutschen, das ist die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, als nämlich vor einigen Jahren feststand, dass wir nach Klagenfurt übersiedeln werden, warnte uns ein Kölner Nachbar, dass Deutsche in Österreich nicht gerade beliebt werden. Aber macht euch keine Sorgen, fügt ihr hinzu, ihr seid sowieso keine richtigen Deutschen. Und er meinte damit auch meine Ehefrau, die aus Ostdeutschland kommt. Also da war ich sehr beruhigt. Und wollen Sie hier nicht ein türkisches Restaurant eröffnen? Die nächste Erfahrung in Klagenfurt. In einem Klagenfurter Möbelhaus freute sich eine Angestellte, die aus Norddeutschland stammte, als sie meinen türkischen Namen hörte. Mir fehlt hier die türkische Küche, sagte sie. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie hier einmal ein Restaurant eröffnen sollten. Das war Klagenfurt. Und als im vergangenen Jahr meine Entscheidung für Innsbruck gefallen war, hörte ich von dem Mann unserer Klagenfurter Nachbarin, einem waschechten Wiener, dass Tirol schon ziemlich pifkarisiert sei. Das war die Erfahrung, das ist sehr interessant, die Bilder im Kopf und so weiter, das passt sehr gut, auch kann man mit Erfahrung sehr gut das interpretieren. Es kommen ein paar Karikaturen, die will ich aber jetzt nicht interpretieren, das ist nur als Illustration gedacht, hier Begegnungen gezeichnet von Uhr Drack, die ist sehr interessant, weil ich auf ihn nochmal, ich kenne aus Köln den Uhr Drack, der lange Zeit in Köln gelebt hat, jetzt in Istanbul lebt, und die Art der wissenschaftlichen Fragestellung spielt für unsere Beobachtungen und Analysen stets eine wesentliche Rolle. Mit ihr legen wir fest, was wir sehen und was wir übersehen. Denn sehen und wahrnehmen sind keine passive Haltung, sondern eine aktive Handlung, wie das folgende Beispiel von Siegfried Weimann veranschaulicht. In seinem Buch, das kennen Sie, Die Flüchtige Moderne, erzählt er eine Geschichte, die ich Ihnen das ein bisschen lang trotzdem kurz vorstellen will. Auf einer Vortragsreise in eine belebte, lebendige südeuropäische Stadt holte mich eine junge Kollegin, Tochter aus gutem Hause, ab. Sie entschuldigte sich, dass die Fahrt zu meinem Hotel umständlich und langwierig sei, da sie mitten durch die belebten und verstopften Hauptstraßen der Innenstadt führen würde. Wir brauchten fast 2 Stunden vom Flughafen zu meinem Hotel. Am Tag meiner Abreise bot mir die junge Dame an, mich zurück zum Flughafen zu fahren, da ich wusste, wie anstrengend und ermüdend diese Fahrt werden würde, dankte ich ihr und für das freundliche Angebot und sagte ihr, ich würde ein Taxi nehmen.
Mit dem Taxi dauerte die Fahrt vom Hotel zum Flughafen kaum 10 Minuten. Allerdings fuhr der Taxifahrer durch die verwinkelte und heruntergekommene Straßen, durch gottverlassene Slums. Der Hinweis meiner Gastgeberin, es gebe keine Alternative zur Route durch die Innenstadt, war nicht vorgeschoben. Dieser Weg entsprach ihrer geistigen Landkarte der Stadt, in der sie seit ihrer Geburt lebte. Die heruntergekommenen Distrikte, durch die ich mit dem Taxi fuhr, waren auf dieser Landkarte nicht verzeichnet. Auf dieser Karte waren dort, wo diese Distrikte lagen, weiße Flecken, leere Räume. Das ist sehr interessant, dass diese beiden Perspektiven eben, Stadt ist eine Perspektive, das Leben ist eine Perspektive, könnte man eben sagen. Auch im Migrationsdiskurs gibt es unterschiedliche Perspektiven. Eine ist besonders dominant, ich bezeichne sie als den ethnisch-nationalen Blick. In diesem Kontext haben sich im Laufe der Zeit so bestimmte Begriffe, Deutungen und Perspektiven durchgesetzt und normalisiert. Vereinfachen könnte man sagen, dass im öffentlichen Diskurs zwischen Migration und Mobilität eine wertende Unterscheidung vorgenommen wird. Daraus haben sich zwei unterschiedliche Diskurse entwickelt, die sich sehr konkret auf den Alltag auswirken können. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite eben Migration, also einen Migrant, auf der anderen Seite Mobilität, ein Mobilant, könnte man das nennen. Das heißt, Migration wird meistens negativ wahrgenommen, problematisch angesehen, dramatisiert oder auch skandalisiert, ist meistens als Defizit betrachtet. Für die Migranten gibt es Integrationsmaßnahmen. Es hat sich, könnte man fast behaupten, eine Art Integrationsindustrie entstanden. Auf der anderen Seite ist eben Mobilität eher positiv gefördert als Ressource und die Mobilen komischerweise gelten als integriert. Ja. Und Sie haben hier eine gewisse Hierarchie der Mobilität oder eine ungleiche Mobilität. Und wenn Arbeitsmigration, das ist die Frage, die man diskutieren kann, von Beginn an als Mobilität anerkannt worden wäre, hätten wir heute eine andere Realität, einen anderen Migrationsdiskurs. Wenn wir heute die Geschichte der Gastarbeiterinnen aus der Perspektive und Erfahrung von Migration erzählen, dann müssten wir sie als Pioniere der Transnationalisierung betrachten. Es war eine Mobilität unter schwierigsten Bedingungen. Daraus wurde eine Lernerfahrung, ein Mobilitätswissen, das sie an die kommenden Generationen weitergaben. Und wir beobachten also noch dazu eine Art hierarchische Auffassung von Diversität. Im Allgemeinen wird der Begriff Vielfalt ja positiv konnotiert. Und auf der anderen Seite gibt es bestimmte Formen von Vielfalt, die man im Migrationskontext diskutiert, die man eher so negativ wahrnimmt. Das heißt auch hier Diversität als Abweichung oder eine willkommene Diversität. Und auch hier finden Sie eben diese Form, Diversität als Abweichung eher negativ dramatisiert und willkommene eher positiv und gefördert. Auch hier hat man eine Art Hierarchie der Diversität, eine Art ungleiche Diversität. Und in der Wiener Zeitung Falter wird nämlich treffend beschrieben, wie beispielsweise sprachliche Entwicklungen oder Mischungen mit zweierlei Maß gemessen werden. Ich zitiere, bilinguale Menschen hupfen häufig zwischen den Sprachen hin und her. Ein Satz beginnt in der Muttersprache und endet auf Deutsch. Wenn das französische Diplomatenkind so etwas macht, finden das alle charmant. Wenn der türkische Migrant das tut, wird das fast schon als Anschlag auf den ganzen deutschsprachigen Kulturkreis gedeutet. Dabei sind solche neuen Mischformen eigentlich ganz normal. Man könnte hier von paradoxen Vorstellungen von Vielfalt reden. Ich meine, Zitat hier von Naika Forutan aus Berlin. Ich zitiere, Vielfalt ja, aber bitte ohne Muslime, ohne Roma, ohne Armen und am besten ganz ohne fremde Kulturkreise. Also auch hier, also zum Teil explizit und implizit, wird eine kulturelle Kompatibilität verlangt. Aber die Frage ist, was ist kulturell kompatibel und was nicht? Und wenn man das Beispiel von Herrn Psenner nimmt, dass das alles, mit dem wir es zu tun haben, ist auch nicht einheimisch, eigentlich nicht. Und insofern ist das immer die Frage, die man diskutieren kann hier, ist das schwierig, was ist kulturell kompatibel oder nicht kompatibel. Und komme ich jetzt zur Gegenwart der Geschichte und
Es geht hier, ich werde Ihnen mal kurz mal zeigen, eine gewisse Kontinuität im Umgang mit Migration, eine Genealogie des Integrationsdiskurses. Und diese Zeichnung ist sehr interessant, auch von Uwe Drack, der das aber zu diesem Anlass, dieses Bild gemacht hat. Also für die extra aus Istanbul für die Antrittsvorlesung. Wie Sie hier sehen, heißt es Vorsicht, frisch integriert, ja. Also so wie frisch lackiert, ja. Und interessant, weil es so ein bisschen tirolisch aussieht, ja. Wenn man das genau anguckt, mit dem Hut und mit diesem Feder. Wobei die Farben, habe ich gedacht, die Farben passen nicht ganz. Ja? Obwohl das ja orientalische Farben sind. Aber hier würde man sagen, ist ein Transmigrant. Ja, also das ist also im doppelten Sinne Transmigrant. Und, aber das fand ich sehr interessant. Und daher also diese Zeichnung für diese Antrittsvorlesung. Seit dem Gastarbeiterdiskurs hat sich eine spezifische Haltung zur Migration etabliert. Das heißt, Fremde lassen sich schwer in die einheimische Normalität einführen. Eine Art unvollständige Sozialisation kann man das nennen. Das war immer der Ausgangspunkt gewesen. Und dazu ja, könnte man sagen, es gibt unterschiedliche Phasen oder Aspekte, die in diesem Kontext diskutiert werden, historisch gesehen. Aber ich will nur drei Phasen hier kurz Ihnen präsentieren. Die erste Phase hieß eben Gastarbeiterphase. Da hat man eben Gastarbeiterpolitik, eben Gastarbeiterforschung oder Beratung betrieben. Und die Haltung bewegt sich zwischen Mitleid, Herablassung und Besorgnis. Und Diagnosen, die man erstellt hat, war Herkunft aus primitiven Gebieten. Also die kommen aus primitiven Gebieten oder bilden eine unsichtbare Mafia. Und Theorien waren dazu Abweichung, Kulturdifferenz oder Modernitätsdifferenzhypothese. Und dazu gab es nämlich ich habe lange Zeit in Köln gelebt, die erste Studie war in Köln gewesen, das ist sehr interessant, wo sie das Leben der Kölner Gastarbeiter untersucht haben. Das war 1969 und wo sie eben erst die Charakterstrukturen untersucht haben und denen passende Berufe zugerichtet haben. Das war interessant. Ich will die Studie hier nicht, aber kurz ein Zitat, das habe ich, glaube ich, mitgenommen, wie sie über Türken, also damals, wie die Türken interpretiert wurden. Da steht nämlich bei den Türken, ich zitiere ganz kurz, ein großer Teil der türkischen Gastarbeiter kommt aus Anatolien, also aus zivilisatorisch primitiven Verhältnissen, in denen unsere Gebräuche etwa hygienischer Art unbekannt sind. Sie bringen ein ausgeprägtes und differenziertes Ehrgefühl mit und haben strenge moralische Vorschriften, nicht nur über den Umgang mit Frauen. Diese Struktur könnte sich in folgenden Berufen positiv auswirken, Doppelpunkt, alle Verkehrsberufe, vom Laufburschen über den Eisenbahnangestellten und Chauffeur bis zum Piloten, Heizer, Bergmann, Schmied, Goldschmied, Schornsteinfeger, Feuerwehr, alle Berufe, die mit Explosionen zu tun haben. Die Struktur macht geeignet für Berufe, in denen beschützt wird, Polizei, Sanitätswesen, Sozialfürsorge. Die Türken sollen fernbleiben von jenen Berufen, in denen unverbindliche Höflichkeiten gefordert werden. Punkt. Und dann kommen die Italiener, dann Griechen, hatten sie also vier Gruppen und die Spanier gewesen. Und bei, ich will das nicht vorlesen, bei Italienern steht natürlich die unsichtbare Mafia im Mittelpunkt und Familie und so weiter. Das ist interessant zu lesen, das war eine quantitative Studie damals von Kölner Psychologen und Soziologen. Und die gibt es immer noch, die kann man noch kaufen, habe ich mir das noch extra gekauft. Die zweite Phase ist die Ausländerphase, könnte man sagen. Und hier finden Sie natürlich in dieser Phase eben Ausländerpolitik, Ausländerforschung, Ausländerpädagogik. Und die Haltung war eher defizitorientiert, ein bisschen paternalistisch, Migration als pathologischer Fall. Und Diagnosen eben, die sind falsch oder halb sozialisiert, erziehungsresistent, Theorien auch wieder diese Kulturdifferenzhypothese, Modernität, wobei sich diese beiden Hypothesen, Theorien sich etabliert haben im Laufe der Zeit bis heute. Und dazu möchte ich eine weitere Studie von 1979, also in dieser Phase, und das war eine Studie gewesen, auch eine quantitative Studie Schrader, Niklas und Griese, wobei der Griese später sich davon distanziert hat und auch ein anderes Buch geschrieben hat, Gläserne Fremde heißt das Buch. Und das ist sehr interessant, weil sie hier drei Idealtypen von Ausländerkindern nach Herkunft sortieren. Ne? Sie sagen eben das Schulkind zwischen 6 und 14, das Vorschulkind zwischen 1 und 5,
das Kleinstkind hier geboren und dann sagen Sie, welche Persönlichkeiten Sie entwickeln können, also die Möglichkeiten. Bei dem steht eben, wenn man zwischen 6 und 14 Jahre einwandert, dann kann er ja, wenn überhaupt, eine monokulturelle Basispersönlichkeit entwickeln. Und Vorschulkind kann eine kulturell diffuse Basispersönlichkeit entwickeln und das Kleinstkind hier geboren eine vorläufige Basispersönlichkeit. Und da haben Sie eine Tabelle, also ich will noch kurz ein Zitat zu diesem dritten Typ hier vorlesen. Sie sagen, Zitat, Sie, also die Kleinstkinder, übernehmen entsprechend eine vorläufige kulturelle Mischrolle. Sie sind weder Türke noch Deutsche, sprechen wenn auch ungenügend zwei Sprachen etc. und entwickeln eine vorläufige Basispersönlichkeit, die noch für eine weitere Strukturierung offen ist. Auf der Grundlage kann der weitere Sozialisationsprozess zu einer Übernahme der Fremdkultur, also zu Assimilation führen. Das ist interessant, weil die Studie gemacht haben, waren alle in der pädagogischen Hochschule in der Lehrerausbildung tätig. Also das muss ich noch dazu sagen. Und dann haben Sie dieses Bild hier entwickelt, genau beschreiben Sie, wie man zu diesen Persönlichkeiten kommt. Und interessant ist hier die letzte, wieder das Kleinkind. Komischerweise hier, wenn Sie ganz oben sehen, steht hier rechts Einreise als Schulkind zwischen 6 und 14, oben Assimilation steht entfällt. Das heißt, wenn Sie zwischen 6 und 14 Jahre, da können Sie sich nicht assimilieren. Als Kleinkind steht dann, wenn man das hier weiterliest, steht Identifikation mit Fremdkultur, Identität als neue Deutsche. Und hier, ich zitiere noch mal kurz, was Sie damit meinen. Sie meinen, diese hier mischkulturell enkulturierten und sich danach assimilierenden Kinder werden sich größtenteils mit der Fremdkultur oder nun eben ihrer Heimatkultur identifizieren. Sie sind quasi neue Deutsche oder im soziologischen Sinne Volldeutsche. Also, das war halt 1979 die Studie gewesen. Und genau, also auch in so Betterfahren, wie die leben ja zwischen zwei Kulturen oder sitzen zwischen zwei Stühlen. Eine hat kulturelle Schizophrenie, eine Pathologisierung, wenn man so will. Sie finden auch in dieser Phase diese Perspektive, die eigentlich sehr dominant ist. Also die Karikaturen, wie ich sagte, sind als nur zur Illustration gedacht. Und die dritte Phase des Diskurses, interkulturelle Phase, das muss man auch sagen, diese Phase hat sich durchgesetzt, auch institutionalisiert, könnte man sagen, weil wir jetzt überall an allen Universitäten eben das Fach interkulturelle Pädagogik finden. Und hier geht es eben interkulturelle Pädagogik, Sozialarbeit, Beratung, Öffnung, Kompetenz und Trainings. Ja? Alles ist jetzt interkulturell geworden. Und auch hier die Haltung eher die Differenzorientierung. Es geht um die Kultur der anderen, es geht um interkulturelle Sensibilität, es geht um das Fremdverstehen oder interkulturelle Dialoge. Ich will jetzt nicht alle jetzt in Kritik, aber ich will einfach die Tendenz oder die dominante Haltung hier kurz präsentieren. Und hier finden Sie eben, was die Diagnosen betrifft, wird eben sagen, gibt es Migranten, aber bestimmte, die sind einfach integrationsresistent, ja, und bilden eben Parallelgesellschaften und Deutungen sind Fremde oder eben allzu Fremde. Damit meinen Sie, fremd heißt eben, gibt es Fremde, die sind integrierbar, es gibt aber allzu Fremde, da kann man nichts machen, entfällt. Also wenn man die Tabelle erst anguckt. Und Sie finden auch hier, das war nämlich 2009 gewesen, eine Studie, eben schon seit ungefähr vor 40 Jahren, mit diesem Titel Ungenutzte Potenziale zur Lage der Integration in Deutschland. Und wenn man das hier liest, finden Sie, also ich zitiere mal ganz kurz, zwar sind die meisten schon lange im Land, aber ihre Herkunft, oft aus wenig entwickelten Gebieten im Osten der Türkei, wirkt sich bis heute aus. Ein Nachteil dieser Gruppe ist ihre Größe, weil es vor allem in Städten so viele sind, fällt es ihnen leicht, unter sich zu bleiben. Parallelgesellschaften, die eine Angleichung der Lebensverhältnisse im Wege stehen. Zitat Ende. Das war die Studie gewesen und in einer Folgestudie im Jahr 2014, im letzten Jahr, mit dem Titel Neue Potenzial. Eben heißt das Ungenutzte und jetzt ist Neue. Und hier kommen Sie nämlich zu einem völlig anderen Ergebnis. Die beiden sind quantitative Studien. Ich zitiere nur ein kurzes, einfach das, was das Hauptergebnis der Studie war. Da sagen Sie, Migranten sind im Durchschnitt jünger als Einheimische. Sie gleichen sich aber in vielen Lebensbereichen den Einheimischen an. Auch sie werden im Laufe der Zeit als Gruppe älter, bekommen viele Kinder, wenige Kinder, heiraten seltener und trennen sich häufiger.
Gut, also das, ich will das nicht weiter interpretieren, aber ich werde das später nochmal so einen Vergleich machen, wie von expliziten Deutungen zu impliziten Deutungen gekommen sind. Da ist ein gutes Beispiel, die sind ja jetzt wie wir, ja? Also Volldeutsch, könnte man sagen. Also das ist die Studie in Wien gewesen, 2009, ungefähr kurz nach dieser Studie in Berlin. Das ist interessant, ich habe die Studie genau angeguckt und so weiter. Ich hätte die Ergebnisse dieser Studie völlig anders interpretiert, aber das ist von Ulram, das ist natürlich eine Auftragsstudie, muss man immer dazu sagen, damals im Auftrage des Innenministeriums. Und hier heißt das eben, die entsprechenden Punkte dürfen einander verstärken, sodass hier durchaus Ansätze einer Parallelgesellschaft vorfindbar sind. Dies gilt im Übrigen gerade für Angehörige der zweiten Migrantengeneration. Das war interessant in dieser Studie, wo Sie eine Frage, fand ich sehr interessant, da steht nämlich drin, man kann ankreuzen, fühlen Sie sich voll integriert, fühlen Sie sich halb integriert, teilweise integriert oder nicht integriert, dann kann man ankreuzen. Also das fand ich interessant, aber insgesamt, wie ich sagte, die Ergebnisse fand ich nicht so dramatisch, aber das hat vielleicht auch mit der Politik der Erkenntnis zu tun. Und hier kann man genau sehen, dass bestimmte Konzepte wie Kulturstandards oder Kulturkreise haben eben in Ansätzen interkultureller Beratung oder Trainings Eingang gefunden. Alexander Thomas, der früher in Regensburg war, der hatte viele Bücher geschrieben, ein dickes Bände. Wie geht man mit Chinesen um? Ja, wenn Sie was wissen wollen, wie man mit Chinesen umgeht, empfehle ich Ihnen die Bücher. Und dann finden Sie, wenn man das lesen, eben immer, ich habe den Eindruck, immer sowas, Sie können nicht anderes, weil Ihre Kultur so ist, oder man soll Sie so lassen, wie Sie sind. Und auch hier ist auch interessant, es geht ja um Trainings jetzt, ja, und deswegen, man muss das im Vorfeld wissen, mit wem man zu tun hat, und deswegen fand ich einfach die Karikatur in der Zeit sehr interessant. Auch in den Medien kommt das nämlich vor, das ist interessant, also das war in der Presse im letzten Jahr gewesen, im Mai, und heißt das erfolgreiches Nebeneinander. Der Bericht war eigentlich sehr differenziert, aber nicht uninteressant, aber das Bild passt überhaupt nicht zu dem Bericht. Ja? Das ist ein sehr überdimensioniertes Bild, fast halbe Seite, und die Frauen, die hier sitzen, es geht nämlich um Reuter hier in Tirol, oder hier auch wieder im Mai in der Presse, die Türkenprobleme. Also das ist schon interessant, so wurde nämlich im Mai 2014 ein Beitrag in der Presse betitelt, und es steht eben, türkische Problemzonen, also das heißt, meinen Sie eben die Parallelgesellschaften. Und wenn man das liest, das ist interessant, geht es eigentlich um das Thema Bildung. Ja? Und dann eben, sie berichtet eben, dass eben Kinder, die mit einem türkischen Hintergrund haben, schlechter abschneiden und verweisen darauf, dass er nicht unbedingt an den Wurzeln zusammenhängt. Und dann werden noch weitere Probleme erwähnt, wie Identitätsprobleme, türkische Prinz, Salafismus, Zwangsheirat, Kriminalität, und die werden dann halt so ein bisschen generalisiert, und zu einem könnte, also wenn man den Bericht weiter interpretiert, zu einem unlösbaren Integrationshindernis wird das verdichtet. Ja. Komischerweise würde man, niemand würde dagegen auf die Idee kommen, einen Zeitungsbericht über Einheimische mit so einem Titel zu versehen. Ja. Österreichische Probleme, da haben Sie wissen Sie, das meine ich eben, dass das hier immer so mit solchen Titeln, vor allem in den Medien, gearbeitet wird. Und der andere Punkt ist der Wurzeldiskurs. Ich habe das so genannt Wurzeldiskurs, weil das immer wieder darauf hingewiesen wird, als ein Deutungsmuster. Ich will das nicht weiterführen, nur ein paar Zitate vorlesen. Hier steht, dass türkische Schüler so viel schlechter dastehen eben als andere, liegt nicht per se an den Wurzeln. Jede zweite junge Hamburger hat fremde Wurzeln und wieder fremde, und jede fünfte wurzelt im Ausland. Ja. Und hier steht wieder 90% Schüler mit ausländischen Wurzeln. Interessant fand ich das hier. Migration, jedes zweite Baby in Hagen hat fremde Wurzeln. Also das heißt, die Neugeborenen haben auch Wurzeln. Ja. Also das ist halt, das wird immer so, das der Punkt, der immer wieder, vor allem in diesem Diskurs vorkommt. Also deswegen habe ich das Wurzeldiskurs genannt. Und das, was man jetzt hier sehen kann, ist ja eine gewisse, könnte man sagen, Dogma der Sesshaftigkeit. Einmal Migrant, immer Migrant. Generation auf Generation könnte man das jetzt interpretieren. Eine Art ja, Politik der Dramatisierung oder eine Politik der Erkenntnis. Sie finden natürlich eine gewisse, wenn man diese historische Entwicklung anguckt, so eine kategoriale Klassifikation zu eben graduellen Klassifikationen,
eine ontologische Dualismus, das ist ein Begriff von Siegfried Schmidt, ein radikaler Konstruktivist, der vor kurzem auch hier war, einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel Vorläufig, endgültig vorläufig. Wie ist der? Das fand ich interessant. Und der meinte eben, es gibt diesen ontologischen Dualismus, damit meinte er, dass die Differenz eben naturalisiert wird. Eben, ne? Das heißt, dass diese Kategorien, die erzeugt werden, die werden eben naturalisiert. Und eine Art Normalisierungspraxis, Sie finden eine Entwicklung von expliziten zu impliziten Deutungen. Das heißt, früher hieß das, ja, die kommen aus primitiven Gebieten, heute sagt man aus wenig entwickelten Gebieten. Früher hat man volldeutsch gesagt, heute sagt man, sie sind ja wie wir oder sie werden wie wir. Früher hieß das Ausländer, heute heißt das eben Migrationsintegrant. Früher hieß das integrationsresistent und jetzt heißt es integrationunwillig. Die Debatte wurde ja vor kurzem geführt. Das heißt, durch diese Mythen werden Normalitäten definiert, soziale Fantasien über wir und ethnisch andere reproduziert, aber auch gesellschaftliche Machtverhältnisse organisiert. Eine Art, mit Foucault könnte man sagen, Integrationsdispositiv. Ja. Und dieses Dispositiv produziert durch eben verschiedene Praktiken der Repräsentation, eben Wissenschaft, Medien, Bildung, soziale Arbeit und so weiter, eine Form ethnischen Wissens über das andere, und auf diese Weise wird eben eine gewisse Normalität erzeugt, definiert. Ich will das, einige kennen das, aber ich habe das, möchte das nochmal für diejenigen, die das nicht kennen. Der bekannte Schweizer Künstler Ursus Verli will mit der ironischen Frage, was würde passieren, wenn man in der Kunst anfängt aufzuräumen, dieses Ordnungsdenken ad absurdum führen. Alle Elemente eines Bildes werden fein säuberlich voneinander getrennt, nach Größe, Form, Farbe, nebeneinander aufgereiht. Wenn Werke bekannter Maler aufgeräumt werden, entstehen plötzlich sonderbare Anordnungen. Mit dieser humorvollen Idee von Ursus Verli wird der Gedanke des rigiden Aufräumens durch seine Überspitzung praktisch ad absurdum geführt. In seinem letzten Buch versucht Ursus Verli, alles aufzuräumen. Ein paar Beispiele, wo die aufräumen wäre hier oder hier die, oder eben, das ist diese Aufräumen nämlich in Kärnten. Sehen Sie mal, in Kärnten die Natur aufräumt, ja, deswegen die eben Naturlandschaft und Kulturlandschaft, und da sehen Sie, gibt es eine Ordnung. Also man erzeugt nämlich durch Aufräumen eine Ordnung. In der Systemtheorie gibt es ja die Reduktion der Komplexität, aber die Frage ist, wie wird das eben die Komplexität reduziert? Man kann das ethnisch reduzieren oder aber auch anderes reduzieren, aber die in Kärntner reduzieren das auf ihre Art und Weise. Jetzt komme ich dann zu dem Punkt Blickverschiebung, und diese Blickverschiebung bezieht sich auf jeden Fall auf diesen zweiten Blick. Um die Beziehungen zwischen Konstrukten von Orient und Okzident zu analysieren und gleichzeitig zu irritieren, schlägt Edward Said eine Lesart vor, die er als kontrapunktisch bezeichnet. Das heißt, dass diese Gegenlesen bedeutet hier, dass der hegemoniale Migrationsdiskurs aus der Perspektive und Erfahrung von Migrations betrachtet wird. Ich benutze die Metapher Öffnung der Orte zur Welt. Damit meine ich eben, dass wir vor Ort leben, aber viele Elemente, die wir nutzen, die sind eben nicht auf den Ort beschränkt. Und deswegen auch die beiden Begriffe, die ich hier verwende, mobile Sesshaftigkeit oder sesshafte Mobilität. Das heißt, Mobilität zu definieren ist nicht mehr so einfach, ja? Weil wir nicht mehr jetzt geografisch, sondern auch mental mobil geworden sind. Und daher ist natürlich immer für mich der Ausgangspunkt ist nicht die Immigranten, sondern eben die Welt oder die Gesellschaft, in der wir leben. Und hier zu visualisieren, auch das kennen Sie wahrscheinlich, die Visualisierung geografischer Mobilität hat Tamara Ohara, eine Künstlerin, die in Japan geboren und in mehreren Ländern zu Hause ist, eine sehr bemerkenswerte Methode entwickelt, die ich kurz vorstellen will. Sie nennt die von ihr entworfenen Zeichnungen Bewegungsprotokolle. Dabei handelt es sich um eine recht unkonventionelle Form der Kartografie. Verzeichnet werden diejenigen Wege, die die Personen während ihres bisherigen Lebens zurückgelegt haben. Zur Erstellung dieser Porträts legt sie dasselbe Blatt Papier nacheinander auf die Welt-, Land- und Städtekarte und zeichnet die jeweils zurückgelegten Strecken nach.
Das so entstandene Geflecht aus Linien lässt individuelle Weltkarten entstehen, inklusive der eigenen Grenzen. Und sichtbar werden dabei Bewegungsspuren, die alle gleichwertig sind, unabhängig davon, ob es sich um Weltreise, Wohnortwechsel, Pendelwege, Flucht oder Auswanderung handelt. Ich habe das als Kontrast dazu Immanuel Kant genommen, wurde eben erwähnt. Aber aus heutiger Perspektive wäre sein Bewegungsprotokoll ein Punkt, wobei der natürlich über Kosmopolis viel geschrieben hat, aber nur gedacht als geografische Mobilität natürlich. Und das ist natürlich, damals war das ja nicht so einfach, wie das heute eben der Fall ist. Und so entstehen globalisierte Räume, die uns vor Ort neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen. Unterschiedliche persönliche Soziosphären in der globalisierten Welt. Hier beziehe ich mich auf Martin Elbrow, ein englischer Soziologe, der diesen Begriff Soziosphären ein bisschen geprägt hat. Und ich ein Zitat von ihm, er meint, Menschen bewohnen Soziosphären, die nebeneinander bestehen und sich räumlich überschneiden, aber grundlegend verschiedene Horizonte und Zeitspannen besitzen. Das ist ein interessantes, es handelt sich um eine Studie, die in London in einem Stadtteil durchgeführt hat, wo eben viele Leute von außen gekommen sind. Was das Thema Stadt und Migration betrifft, ich sage immer, Stadt ist Migration. Also das, und insofern ist das eine, vielleicht eine harte These, aber wenn man historisch denkt, kann man auch behaupten, dass Stadtentwicklung und Urbanität ohne geografische Mobilität von Menschen überhaupt nicht denkbar sind. Auch heute gehören eben Wanderungsbewegungen zur Normalität, in welcher Form auch immer. Wobei, wie ich am Anfang sagte, natürlich ist die Frage, was ist Mobilität und was ist eben Migration. Ja? Und das, was jetzt in Italien passiert, das wird nicht als Mobilität wahrgenommen. Das ist eben die Frage, die man auch hier mit bedenken muss. Und die Stadtgeschichten kann man auch als Migrationsgeschichten erzählen. Wenn man so hier ein paar Zahlen anguckt, Wien 1820 240.000, 1910 über 2 Millionen oder Köln oder Ruhrgebiet, Sie sehen eben, wie schnell die Städte oder bestimmte Industriestandorte gewachsen sind. Und wenn man genau hinschaut, werden Sie sehen, dass die meisten eben Migranten waren, vor allem Binnenmigranten aus dem ländlichen in die Städte und später auch viele von außen. Und hier habe ich noch ein Bild, ein Plakat, das ich in Wien in der U-Bahn fotografiert habe. Steht auch oben nach Wien, ohne uns fremden Migranten, Zugewanderten, hättest du weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft. Und dazu dieses Zitat finde ich interessant von Oskar Kokoschka, der nämlich sagt, der Österreicher war immer kosmopolitisch von Spanien, Holland, Italien, von Frankreich, Belgien, Böhmen und Polen, vom Balkan und aus der Türkei, da sind viele unserer Vorfahren eingewandert und in der österreichischen Hauptstadt des Westens zu Wienern geworden. Und fast jeder Österreicher hat Verwandte im Ausland. Auch hier, das fand ich interessant, das Bild in der Presse, türkische Bäcker als neue Greisler. Und auch dieses Zitat sagt auch einiges aus. Wien ist also de facto seit Jahrhunderten eine der kosmopolitischsten Städte Europas. Man könnte sogar sagen, Migration prägt hier nicht die Stadt, Migration ist die Stadt. Also das ist die Umkehrung der Perspektive Migration, Stadt ist Migration. Oder auch hier in Graz, so ein Laden, mit dem habe ich dann so ein Gespräch geführt. Tante, in Deutschland sagt man ja Tante Emma, heißt jetzt Onkel Ali. Auch kleinere Städte wie Klagen von Villach in Kärnten sind ohne Migration nicht denkbar. Und die beiden Städte sind historisch durch ihre geografische Stellung als Grenzstädte und durch unterschiedliche kulturelle Strömungen, romanische, slawische, germanische und orientalische geprägt. Davon haben sie schon immer profitiert. Durch die Grenzöffnungen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben beide Städte eine gewisse transnationale Relevanz bekommen. Deswegen heißt der Raum Alpen-Adria-Raum. Ja. Und die Zugehörigkeiten sind in der heutigen Welt einem ständigen Wandel unterworfen. Sie sind beweglicher, gleichzeitig unsicherer geworden. Und geografische und kognitive Bewegungen gehen Hand in Hand. Dies alles gehört zum Alltag und wird erst auf den zweiten Blick deutlich, wenn Lebensläufe erzählt, visualisiert und reflektiert werden. Ich könnte Ihnen viele Beispiele geben aus den Studien, aber da gibt es einige Publikationen, die Sie lesen können. Und jetzt komme ich nach Innsbruck, also nach Tirol.
Es gab die Ausstellung aus dem Jahr 2010-11 in Innsbruck, bringt nämlich diese Relevanz der Vielheit im urbanen Kontext deutlich zum Ausdruck. Und einleitend schreiben die Initiatoren dieser Ausstellung: Es ist notwendig geworden, vieles zu überdenken und neue Perspektiven einzunehmen. Und auch die Ausstellung, die hier in Hall stattfand, fand ich sehr interessant, weil da versucht wurde, eine andere Geschichte zu erzählen oder Spuren sichtbar machen, die bisher verdrängt wurden. Und das heißt auch in Tirol, auch diese Tiroler Chronist, auch hier wird eben die Relevanz der Migration für Tirol beschrieben, hervorgehoben. Und das heißt, hier diese Niederung des Alltags, wenn man genau hinguckt, wegkommt von diesem hegemonialen Diskurs, finden Sie eben ein anderes Bild des Zusammenlebens. Und sowohl die beiden Ausstellungen als auch die Zeitschrift Tiroler Chronist zeigen nämlich, dass Migration ein wesentlicher Bestandteil Tiroler Geschichte ist und migrationsbedingte Vielfalt eine gelebte Normalität ist. Innsbruck präsentiert sich in den letzten Jahren als Weltstadt. Gerade Migrationsbewegungen haben wesentlich dazu beigetragen, auch wenn im öffentlichen Diskurs oft ein anderes Bild vermittelt wird. Ich will jetzt zwei Stadtteile noch mal kurz erwähnen, weil das zurzeit als ja, vielfältige Stadtteile diskutiert werden. Einmal das Fotoprojekt in Ohrdorf, das kennen Sie, historisch sehr interessant. Es gab nämlich vor einem Jahr eine Ausstellung, ein Fotoprojekt im Ohrdorf, wo versucht wurde, die Vielheit des Zusammenlebens zum Ausdruck zu bringen. Da geht es in der Ausstellung um vielfältige Lebensentwürfe, Lebenswelten, verschiedene Hintergründe, einzige Biografien und unterschiedliche Visionen. Und hier kann man eben sehen, dass eben eine Perspektive von außen und eine Perspektive von innen. Ja, das heißt, wenn man mit Menschen redet und so weiter, hat man völlig ein anderes Bild als die Bilder, die sie eben kennen. Und auch hier in der Beschreibung des Projektes heißt, was passiert, wenn man in die Tiefe eines Stadtteils sieht, diese Erfahrungen festhält und zeigt, wie facettenreich die Welt ist, wenn man zeigt, was für verschiedene und einzigartige Personen darin leben. Und hier gibt es ja auch in diesem Dokumentarfilm, der zurzeit im Leo-Kino läuft, geht es in erster Linie um diese Binnenansichten eines historisch gesehen negativ wahrgenommenen Stadtviertels aus der Perspektive eines Einwohners, der in Ohrdorf geboren und aufgewachsen ist. Und das ist eigentlich interessant zu sehen, eben, dass die, und auch hier in dieser Beschreibung finden Sie unten, dass das Leben im Ohrdorf historisch gesehen, hier Ohrdorf als klein Manhattan und so weiter, Ghetto. Also das hat sich so ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, aber das ist interessant, den Film anzugucken. Und St. Nikolaus ist der andere Stadtteil, der nicht uninteressant ist, weil hier auch der Stadtteil von Anfang an mit einem negativen Bild konfrontiert war und Nikolaus als ein schäbiges Viertel oder das fand ich interessant, diesen Begriff, Kortlaken. Das heißt, ich habe mal geguckt, was das ist, heißt das, als Kortlaken bezeichnete man ursprünglich die Sankt-Nikolaus-Gasse und in weiterer Folge den Innsbrucker Stadtteil St. Nikolaus als Ganzes. Der Name Kortlaken von Kortlache leitet sich von der Tatsache ab, dass in früheren Zeiten die Kanalisation fehlte und deshalb in diesem Bereich Abwässer zusammenfielen. Und in den 70er Jahren, 80er, siedelten sich eben hier Gastarbeiterinnen an und prägten auch nachhaltig das Leben im Viertel. Und ich habe ein paar so Bilder hier. Heute hat St. Nikolaus ein durchaus diversität geprägtes Erscheinungsbild. Auf der Innenstraße gibt es neue Geschäfte, Restaurants, die wesentlich zur Aufwertung und Belebung des Stadtteils beitrugen und dem Viertel ein internationales Flair verliehen haben. Auch die Lebensentwürfe der Bewohnerinnen sind in Bewegung, wie die folgenden Biografien zeigen. Hier beziehe ich mich auf eine Studie von Studierenden im letzten Jahr, die eine kleine Studie gemacht haben, ein paar Interviews geführt haben. Ich will nur zwei aufgreifen. Einmal Indira kam 1978 in Indien zur Welt, ist Mutter zweier Kinder, Tochter eines Restaurantsbesitzers und lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr die meiste Zeit in St. Nikolaus. In ihrer Biografie zeigen sich
Mobilitätsprozesse in Form zeitweiliger Wohnorte in Indien, New York, Kalifornien, in Innsbruck und eben St. Nikolaus, also in der Weltstadt. Christina, 81, in Tirol geboren, ihre biografischen Bewegungen umfassen Wohnorte in Innsbruck, Zentralamerika, Spanien, Italien und so weiter. Und die Entwicklung von Slum zu Innenviertel verleiht der Innenstraße einen besonderen Charme, den die Gesprächspartner immer wieder hervorheben. Die meisten Bewohner identifizieren sich mit dem Viertel und fühlen sich wohl. Hier ein paar Zitate, ich kenne nicht anderes. Für mich ist St. Nikolaus mein Zuhause. Wir sind ein bunter Haufen, also ich würde sagen, wir sind der Multikulti-Stadtteil. Hier ist ja auch schwule Kultur vertreten. So wachsen Kinder und Jugendliche in einem Raum der Vielheit mit unterschiedlichen Sprachen, Religionen, Lebensstilen auf. Diese Diversität macht das Leben im Viertel aus. Und auch noch ein Zitat, also als ich klein war, habe ich mit verschiedenen Kindern gespielt, bin mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen, mit verschiedenen Küchen, Multikulti, und das ist der normale Standard gewesen bei uns. So sind wir aufgewachsen. Das ist interessant, eben wie die Kinder, Jugendliche oder sie das Aufwachsen im Stadtviertel hier beschreibt. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das, was ich Ihnen bisher erzählt habe, ist auch eine postmigrantische, aber eine spezifische postmigrantische Blick, will ich Ihnen kurz mal zeigen, weil das analog angelehnt an den Postkolonialismus-Diskurs ist, will ich drei Punkte nochmal hier kurz nennen. Einmal geht es ja im Postkolonialismus-Diskurs darum, dass die Kolonialgeschichte aus der Erfahrung und Perspektive der Kolonialisierten erzählt wird und dass die Geschichtsschreibung von der westlichen Hegemonie befreit wird und die Geschichten neu und anderes gedacht werden. Und bei postmigrantischen Blicken geht es darum, dass bestimmte Perspektiven, die man marginalisiert hat, hier privilegiert werden. Und dieser Blick wird meistens sehr irritierend, macht neue Differenzauffassungen sichtbar, erzeugt ein neues Diversitätsbewusstsein und eine Art so innovative Brücke mit der Gegenwart, das so nennt der Homi Bhabha diese Entwicklung. Das Postmigrantische fungiert damit als eine Analysekategorie für eine soziale Situation von Mobilität und Diversität, die nicht am Rande der Gesellschaft anzusiedeln sind, sondern die zentralen gesellschaftlichen Verhältnisse zum Ausdruck bringen. Hier geht es eben darum, dass die Nachkommen der Zugewanderten, zweite, dritte oder vierte Generation, versuchen jetzt ihre Geschichte neu und anderes zu erzählen, so eine Art eine projektive Vergangenheit. Es gibt neue Lebensentwürfe und Strategien, die in den hegemonialen Diskurs, wenn überhaupt nur punktuell vorkommen. Und Sie finden sehr unterschiedliche Praktiken und eine möchte ich ein bisschen hervorheben, das ist die kreative und ironische Umdeutung von zugeschriebenen Merkmalen. Und dazu finden Sie erstens vielleicht ein Aspekt in diesem Zusammenhang ist diese Reduktion von Jugendlichen auf ihre sogenannte Herkunftskultur, eine Praxis, die in der Fachliteratur als Herkunftsdialog bezeichnet wird. Und hier eine, die Aziza, die in Berlin-Kreuzberg lebt und unter dem Namen Aziza A. als Musikerin bekannt ist, sieht es so, er sagt nämlich, man wird immer wieder aufgefordert, sich zu definieren. Bist du jetzt mehr das oder das? Das lässt dich ja nicht unberührt, wenn du dauernd damit konfrontiert wirst. Du müsstest eine krasse, dicke Mauer um dich haben, um dich davon nicht berühren zu lassen. Und so weiter geht nämlich weiter, ich will das nicht weiter zitieren. Und hier ein anderes Beispiel. Wenn man mich fragt, wo ich herkomme, antworte ich aus Kassel. Manche Leute glauben, dass in dieser Auskunft ein Versuch steckt, witzig zu sein. Andere vermuten darin eine Abwehr. Sie halten für möglich, dass ich mich von ihrer Frage belästigt fühlen könnte. Die Wahrheit ist einfacher. Ich komme tatsächlich aus Kassel. Und das hat für mich mehr Gewicht als die Tatsache, dass mein leiblicher Vater kein Deutscher war. Das ist auch interessant, weil auch hier um diesen Herkunftsdialog geht. Dazu möchte ich ein Zitat von Armin Nassé aus München zitieren, zu diesen Herkunftsmythen. Ich zitiere, sie gehen ganz offensichtlich davon aus, dass es so etwas wie eine metaphysische Kontinuität zwischen dem Konstrukt Herkunft und der Gegenwart geben muss,
Anderes ist das Insistieren, nicht zu erklären. Und der Unglaube und die Enttäuschung darüber, dass dieses zugeschriebene Merkmal nicht dazu taugt, auch den Rest der Person zu erklären. Das finde ich interessant, also diese metaphysische Kontinuität, wie Nassé das beschreibt. Und der andere ist das Netzwerk Kanak-Attack, das kennen Sie. Das ist interessant, weil auch hier, weil Kanak ist ja wie Tschuschen sehr negativ besetzt im deutschen Kontext. Und die ist so eine Gruppe, die das aufgreifen, aber ironisch umdeuten. Es gibt auch in Köln Kanak TV. Das ist sehr interessant, weil sie einen Film gedreht haben, in einem Stadtteil in Köln, Lindenthal, zum Thema, wie lebt man im weißen Ghetto. Das ist sehr interessant, da haben sie hingegangen mit diesem TV, steht Kanak TV darauf, und haben die Bewohnerinnen in diesem Stadtteil gefragt, in diesem Stadtteil wohnen nur Weiße und Reiche, und wie man im weißen Ghetto lebt. Ja? Das ist interessant, das können Sie angucken, wie die Leute darauf reagiert haben. Ja, das ist schon interessant, weil sie zum Teil entsetzt waren, dass man denen überhaupt die Frage stellt. Ja? Und also diese Umkehrung der Perspektive, das finde ich eigentlich sehr interessant. Und es gibt ja auch in diesem Bereich ein postmigrantisches Theater in Berlin, ist auch in Hamburg und in Hannover. Und hier werden sehr bewusst mit Klischees gespielt. Vielleicht kennen Sie ein bekanntestes Stück, heißt Bist du Türke oder Schwul? Und das war interessant dazu. Ich war nämlich vor kurzem, vor ein paar Wochen in Augsburg im Staatstheater, haben Sie mich eingeladen. Sie wollten von mir wissen, wie man mehr Migranten ins Theater kriegt. Ja? Weil die bürgerliche Parallelgesellschaft immer weniger wird. Ja? Und deswegen braucht man die Migranten jetzt einmal. Nur die haben das verwechselt, dass Migrantsein kein Beruf ist. Ja? Aber trotzdem war interessant gewesen. Und dann hat eine mir gesagt, ja, sie hätten auch das Spiel, das postmigrantische Theater, Bist du Türke und Schwul, auch da aufgeführt, aber trotzdem kam kein Migrant. Ja. Auch das fand ich sehr interessant. Auch hier in Wien gab es diese Reihe postmigrantische Positionen. Und hier, also ebenso unkonventionell und in ironischer Umdeutung eines Schlagworts verortet sich diese integrierbar, das kennst du wahrscheinlich. Das finde ich interessant, integrierbar, so ein Spiel eben mit diesem Wort. Auch hier geht es eben darum, dass versucht wird, eine Plattform zu erzeugen, wo man eben Perspektiven diskutiert, die bisher unsichtbar waren, beziehungsweise eben nicht marginalisiert waren. Und auch das ist aus dem Münchner Kontext und Migrantenstadel. Das Bild ist deswegen interessant, weil ich nämlich 2012 einen Gastprofessor in München hatte und hatte eine kleine Studie gemacht. Und als ich da war im Sommer 2012, dachte ich, ich wäre in Saudi-Arabien. Ja? Weil es gaben so viele Menschen mit arabischem Hintergrund in München. Und ich hat mich interessiert, woran das liegt. Ja? Es gibt in Paris, also Sie sind früher nach Paris gefahren, es gibt Burgerverbot in Paris. Jetzt kommen Sie nach München, das war der Grund gewesen. Und es gab sogar eine Studie dazu, wie viel Geld Sie ausgeben. Also das sind die, die viel Geld haben, auch wegen der Gesundheitsversorgung und so weiter, kommen Sie eben nach München. Und das Selbstverständnis der Autorinnen und Autoren, nämlich, das möchte ich mal kurz vorlesen, weil ich das sehr interessant finde. Ich zitiere, Migrantenstadel ist ein Blog von und für grenzüberschreitende Dadaisten und Textterroristen mit provokativen, subjektiven und politischen Ansichten und Geschichten aus dem Migrantenmilieu und darüber hinaus in München und anderswo. Migrantenstadel ist die Stimme mitten aus der Peripherie. Was diese Umkehrung negativer Zuschreibungen und deren ironische Umdeutung betrifft, spricht Stuart Hall von Transkodierung. Wir hatten am Anfang Kodierung, Rekodierung, Dekodierung gehabt, also es gibt eine Transkodierung. Ja? Nach seiner Überzeugung können Bedeutungen niemals endgültig festgelegt und kontrolliert werden. Und Transkodierung meint die Aneignung und Reinterpretation, kurz die Umdeutung bestehender Begriffe und Wissensinhalte. Das heißt, dass die Bedeutungen immer uneindeutig bleiben und diese Uneindeutigkeit ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung. Und Sie finden eben sehr unterschiedliche Transkodierungsstrategien, indem die Nachkommen der Zuwanderinnen und Zuwanderer ihre Migrationsgeschichte neu erzählen,
und sich mit dem Leben vor Ort auseinandersetzen und aber auch eben transkodieren, schaffen sie Räume, urbane Räume, die ich Transtopie nenne. Transtopie. Das ist sehr interessant, weil ich in einem Vortrag mich jemand gefragt hat, können Sie zu Ideengeschichte diesen Begriff was sagen? Ich habe gesagt, das habe ich in Klagenfurt erfunden. Stimmt aber, weil wir das überlegt haben in Klagenfurt, als ich da war, wie könnte man diese Entwicklung beschreiben? Und haben gesagt, Heterotopie kann man nicht sagen bei Foucault, weil Foucault damit was anderes meint. Deswegen kommt diese Transtopie. Also Ideengeschichte ist ungefähr 3 Jahre alt. Man könnte aber diese Transtopien als kollaborative Wissensproduktion nennen, weil das immer gewisse Auseinandersetzung impliziert. Und Transtopien sind Räume, in denen unterschiedliche, widersprüchliche, mehrdeutige, lokale, grenzüberschreitende Elemente miteinander verknüpft werden und sich zu urbanen Strukturen und Kommunikationsformen verdichten, in denen herrschende Normen in Frage gestellt werden und ein anderer urbane Selbstverständlichkeit entsteht. Und auch diese Rapper als Transtopie, auch Rapper übersetzen die global zirkulierende Hip-Hop-Kultur in die lokale Alltagspraxis und produzieren Transtopien, die ihnen erlauben, die dominante Vorstellung von postmigrantischen Jugendlichen als zerrissene Generation zurückzuweisen. Dieser Übersetzungsprozess in die lokale Alltagspraxis ist eine ambivalente und kritische Auseinandersetzung mit der Dominanzkultur. Und dieses Dazwischen hat mich ausgemacht, das ist interessant, von Fahri Yardım, der aber ein Student von mir, deswegen habe ich ihn nochmal hier zitiert, bei einer Weile in Hamburg gewesen. Der ist aber Schauspieler geworden, nicht Pädagoge geworden. Aber Transtopien können eben im übertragenen Sinne Denkräume, virtuelle Räume, Übergangsräume oder Lebensentwürfe bezeichnen, wie eben vorgestellt wurden. Man kann eben Transtopien als Bildungsräume bezeichnen. Komme ich jetzt zum Schlussfazit. Also ich plädiere dafür, dass man die Migrationsforschung entmigrantisiert und die Gesellschaft migrantisiert, ja, oder die Gesellschaftsforschung migrantisiert. Das heißt, dass wir eben schon längst in einer Gesellschaft leben, die überall und dauerhaft von den Erfahrungen und Wirkungen des Kommens, Gehens, Bleibens geprägt ist. Also das ist die Erfahrung, die wir alle machen. Insofern müsste man eben das zum Ausgangspunkt machen. Das heißt, dass die Migrationsforschung immer noch als ein Sonderforschungsbereich wahrgenommen wird, und Regina Römmelt aus Berlin spricht von einer selbstproduzierenden, reproduzierenden Migrantologie. Ja? Das heißt, ein Kurswechsel hin zu einer postmigrantischen Migrationsforschung. Eine postmigrantische Migrationsforschung bedeutet, Migration als ihre Perspektive und nicht als ihren Gegenstand zu verstehen. Migrationsforschung, die etwa über gesellschaftliche oder kulturelle Verhältnisse zu berichten hat, darf keine Forschung über Migranten sein. Genderforschung ist keine Frauenforschung, Genderforschung ist eine Gesellschaftsanalyse. Insofern muss auch Migrationsforschung eine Gesellschaftsanalyse sein und nicht auf Migration, also nicht die Migranten zum Gegenstand machen. Deswegen plädiere ich für eine Kosmopolitisierung des Migrationsbegriffes. Und zum Abschluss noch ein schönes Zitat von Robert Musil, der ja auch zumindest in Klagenfurt geboren ist. Ich zitiere: Es liegt in jedem entweder oder. Eine gewisse Naivität, wie sie wohl dem wertenden Menschen ansteht, aber nicht dem Denkenden, dem sich die Gegensätze in Reihen von Übergängen auflösen. Zitat Ende. Vielen Dank.